jetzt darf ich gleich weitermachen mit den Expression-Umfragen. Ja, gerne. Das ist sozusagen ja von der Frau Forster-Wittberger passend in der letzten Folie angesprochen worden. Das sind auch Studien, das ist auch eine Art von Studien und das sind Umfragen. Und diese Studien sind für uns extrem wichtig. Der Titel dieses Vortrags heißt Ihre Stimme zählt. Den finde ich auch gut gewählt, weil das stimmt wirklich. Auch in sogenannten Umfragen können Sie uns enorm helfen, also uns einmal und natürlich allen anderen Patientinnen, die sozusagen nach Ihnen kommen für die weitere Behandlung. Und diese Expression-Studien, ganz kurz erklärt, was heißt das? Expression wieder ist ein Akronym, das hat sich bestimmt Professor Seguli ausgedacht, beziehungsweise mit der NOGO zusammen. Das sind unsere Umfragen, die haben wir bei der NOGO Expression genannt. Bei Ärzten heißen sie Monitor, für Patientinnen heißen sie Expression. Und das sind Befragungen, wie gesagt, von Patienten und Angehörigen, die postalisch erfolgen oder elektronisch, heute natürlich neuerdings im Idealfall per Internet, per E-Mail, per iPhone oder was auch immer. Diese Studien konnten nicht nur deutschlandweit durchgeführt werden, sondern wirklich auch in anderen Ländern. Und sie umfassen sehr, sehr viele Aspekte gynäkologischer Tumorerkrankung. Also wir haben uns nicht nur die reine Therapielandschaft vorgenommen, sondern wir haben uns auch Migrantengruppen vorgenommen. Wir haben uns ganz bestimmte sozusagen Fragestellungen dahinter überlegt, um einen ganz breiten Erfahrungsschatz zu sammeln. Und diese Expression-Umfragen haben alle Nummern. Und aktuell sind wir in der 13. Version. Das ist also wirklich eine Erfolgsgeschichte. Und hier sehen Sie das mal, wie das aussieht. Wie gesagt, wir haben 13 abgeschlossene Umfragen. Wir haben 21 Veröffentlichungen aus der passenden Studiengruppe der supportiven Therapien, der NOGO. Also wirklich eine Erfolgsgeschichte. Und ein paar will ich Ihnen mal zeigen. Das ist einmal die Expression-3-Analyse, eine ganz wichtige Umfrage, die ist 2018 letztendlich final publiziert worden, gab mehrere Zwischenanalysen. Da wurden 1800 Patientinnen letztendlich befragt. Da ging es vor allem um die Arzt-Patienten-Verbindung, Kommunikation und das klinische Management von Patienten mit einem Ovarialkarzinom in Europa. Und das hat uns extrem viel gebracht. Ich zeige Ihnen gleich noch ein paar Ergebnisse. Das ist, es war dann die nächste Folge, die Expression-4-Analyse, die auch vor 2 Jahren publiziert werden konnte. Das waren dann schon fast 2000 Patientinnen, die wir hier befragen konnten. Da geht es um... Da muss Ihre Dias hängen. Meine Dias hängen, okay. Also Expression, vielleicht haben wir das nicht gesehen, will ich Ihnen einfach zeigen. 13 abgeschlossene Umfragen, nochmal das Bild dazu und zu den Publikationen. So sieht es dann in echt aus. Stehen geblieben waren wir bei der Expression 4 Umfrage. Da ging es um Patientinnen, die unter einer Erhaltungstherapie waren, ja auch schon seit vielen Jahren Standard. Und weil wir eben wissen wollten, wie war das denn wirklich bei Ihnen im Real Life und nicht nur bei uns in der Klinik und in unseren Tumorkonferenzen, haben wir diese Umfrage durchgeführt. Und zum Beispiel haben wir diese Ergebnisse rausbekommen. Und das ist quasi, kann ich Ihnen sagen, für mich in der täglichen Patientenkommunikation extrem wichtig. Weil Patientinnen fragen, was macht die Chemotherapie mit mir? Was hat das für Auswirkungen langfristig auf mich? Was sind wirklich die Nebenwirkungen? Man liest im Internet viel, aber was sind wirklich die Sachen, die Patientinnen belasten und die bleiben? Und da haben wir zum Beispiel gesehen, dass fast die Hälfte der Patientinnen an einer Fatigue, also an einer chronischen Müdigkeitssymptomatik leidet oder an Schlafstörungen. Dass aber auch Schmerzen in fast ein Viertel der Fälle immer noch auftreten, auch nach der eigentlichen Therapie, also nach der Operation und OP-bedingten Schmerzen. Und dass aber zum Beispiel Themen wie das Erbrechen eigentlich ganz hinten anstehen, zwar auch noch da sind, aber mit 6% eigentlich im Prinzip keine wirkliche Rolle spielen. Und die meisten Patientinnen haben erstmal häufig Angst vor Übelkeit und Erbrechen. Und darauf muss man sich einstellen, auch als Behandler, auch in der Nachsorge sind es wichtige Aspekte, die man konkret anfragen muss, weil man viele von diesen Dingen auch behandeln kann. Also wenn man weiß, dass sie Schmerzen haben, dann kann man sie auch behandeln. Und mittlerweile wissen wir sogar, dass Schmerzen auch eine Prognoserelevanz haben. Das Gleiche ist sozusagen die Nebenwirkungen. Also was sind die Nebenwirkungen der Chemotherapie? Wie sind sie gesamt? Wie sind sie unter einer aktuellen Behandlung? Wie sind sie auch ohne Behandlung? Und da sieht man zum Beispiel auch sehr eindrucksvoll, dass viele von diesen Nebenwirkungen auch ohne eine aktuelle Behandlung weiterhin bestehen und weiterhin auftreten. Das finde ich extrem wichtig, weil man doch auch viele von diesen Dingen wie Magen-Darm-Probleme zum Beispiel oder auch die Polyneuropathie therapeutisch angehen kann. Die Expression-5-Studie will ich Ihnen auch noch einmal kurz zeigen. Das waren 606 Patientinnen, weil ich das auch gesamtgesellschaftlich wichtiges Thema finde. Wie ist eigentlich die Versorgung von Menschen mit Migrationshintergrund? Und da konnten wir auch relativ gut zeigen, dass es da dann doch Unterschiede gibt, signifikante Unterschiede.
zwischen den Gruppen von eben Patientinnen mit Migrationshintergrund und ohne. Das ist ehrlicherweise ein bisschen erwartbar, aber trotzdem einfach wichtig anzusprechen und zu thematisieren. Zum Beispiel Dinge, Teilnahme in Studien, wie werden Studien kommuniziert an diese Patientinnen, wie ist auch die Nachsorge, ne? Also wenn Sie mal unten schauen, Follow-up-Care war zwar kein signifikanter Unterschied, aber immerhin doch irgendwie, sag ich mal, eine leichte Tendenz, wenn man sich die absoluten Zahlen anschaut. Und zum Beispiel ganz wichtig, der unterste Punkt, Informationsmaterial. Ja, es ist ja, wie gesagt, es ist ja schön, dass wir viel informieren, aber machen wir das auch in allen Sprachen und machen wir das auch für jeden verständlich? Machen wir das in den richtigen Formaten? Ist eine Broschüre in Papierform eigentlich noch aktuell? Trifft man damit wirklich die Patientinnen oder die Leute, die Informationen brauchen? Also das, wie gesagt... Kommst du zum Ende leider? Ich komme zum Ende, ja. Ich komme versprochen zum Ende. Und die Expression-Umfragen gehen weiter. Und ich kann sie nur, wie gesagt, animieren, weiter an diesen Umfragen teilzunehmen. Das sind anonymisierte Umfragen. Und ich hoffe, ich konnte Ihnen ein bisschen zeigen, wie wichtig das für uns ist und auch für die Veränderung in der Therapie neben knallharten Medikamentenstudien. Vielen Dank. Vielen Dank an dich auf alle Fälle. Das ist schön, dass du die letzte Folie noch mal kurz stehen lässt mit den vielen Expression-Studien. Sie sind natürlich auch auf dem Studienportal einsehbar, beziehungsweise die Teilnehmerbedingungen einsehbar. Das sind ja alles Umfragen.